Okay. So, dann setzen wir die Münze mal ein. So, und jetzt lesen wir uns das nochmal durch. Drei glänzende Münzen, fünf Löcher darin, unter dem Baum sitzt sie, singt vor sich hin. Sie sitzt unterm Baum, das heißt, warte mal, ist das die Münze Frau wahrscheinlich? Dann kehrt das wahrscheinlich dahin. So. Der Wind erweht der Magd in den Rücken, allein wächst das Blümlein voller Entzücken. Und dann kam der Mann so edel und schmal mit goldenen Augen im Mondlicht aschfahl. So, was sagt das jetzt über die Schlange aus? Der Wind erweht der Magd in den Rücken. Ja, einen Wind haben wir nicht. Aber mit Magd wird auch wieder sie gemeint sein. Kann man eigentlich... Oh! Die kann man drehen, oha. Das war ein Schwert, das schaut aus wie ein Grab. Und was ist das? Eine Blume. Das ist eine Blume. Okay, das hilft mir aber nicht wirklich. Edler Mann. So edel und schmal mit goldenen Augen im Mondlicht aschfahl. Gut. Ist doch recht dieser. Warte mal. Der kehrt wahrscheinlich, würde ich mal vermuten, ganz nach links, weil da ist der Mond. Die sitzt unter dem Baum. Der Mann, er kommt näher, er zückt seine Klinge, sie scheint so hell wie Silberlinge. Die Magd, sie flieht weit weg von dem Mann, hin zur Blume, vom Baum weg, sie ran. Das heißt, warte mal, sie rennt weg und er, warte mal, mit dem Schwert, kommt näher. Aha. Easy. Wo die Blume einst wuchs, ist ein giftiger Schein, Schlange. Wo die Magd einst lag, ist nur noch ein Stein. Und über dem Grab ist des Mannes Gesicht, seine Klinge, sie traf die Schlange nicht. Okay, wo die Blume einst wuchs, das heißt, in Endeffekt, das müssen wir umdrehen. Hoppala. Da ist es der Grabstein und er, warte mal, er müssen wir auch wieder umdrehen, er kommt dahin. Oh, es geht weiter. Die boshafte Bestie, sie biss schnell zu, er bettet die Magd zur ewigen Ruhe. Auf dich fällt die Entscheidung schwer, wer trägt die Schuld dieser Meer? Oh, okay. Ah. Okay, warte mal. Die boshafte Bestie, sie biss schnell zu. Er bettet die Magd zur ewigen Ruhe. Auf dich fällt die Entscheidung schwer, wer trägt die Schuld dieser Meer. Schlangenschild. Oh, alles klar. Dann wäre mir gleich auch geklärt. So. Dann geht's zum letzten Apartment. Zum letzten Zimmer. Wieder speichern. Das Spiel wurde gespeichert. So, das war ein cooles Rätsel. Generell finde ich die Rätsel irgendwie cool. So, wie kommen wir am schnellsten zum Zimmer 201? Indem wir diese Treppe darauf gehen. Das ist... die Haupttreppe einfach, die ganz stinknormale Treppe. Ups, oh, das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Test. Wir gehen darauf. Das ist ja schon offen. So, gehen darüber. Und betreten. Oh, das ist sogar. Ist das ein Baum? Okay. Und betreten jetzt. Das letzte Zimmer jetzt. Was wir noch betreten können.
Das schaut ja sogar noch halbwegs intakt aus. Okay. Ja, ein bisschen abgrenzt ist schon, weil es schaut von allen Zimmern, die wir bis jetzt gesehen haben, oder von allen Apartments, die wir bis jetzt gesehen haben, schaut das irgendwie noch am schönsten aus. Okay, das geht zu. Schön. Ich fühle mich irgendwie total wohl. Das ist auch... Wo war denn das? War es bei The Last of Us? Da hat es den allerersten Spiegel gegeben, da hat man sich spiegeln können. Alle anderen Spiegeln, da hat das nicht mehr funktioniert. Da bei Silent Hill war es eben auch so. Oh. Ja, gut. Ich nehme das zurück mit, da fühle ich mich wohl. Okay. Das war das erste Aufeinandertreffen auf Pyramid Head. Und er hat ein paar Kugeln verschwendet. Aber er hat uns nicht angegriffen. Hat er sogar die hier getötet. Hat er uns quasi geholfen. Was war das? Stofftaschentuch, okay. Ah, das erinnert uns wahrscheinlich. Oh, ich finde das extrem cool, dass sich das bewegt. Also, das, je nachdem, wie wir das halten, dass sich das Stoffstück bewegt. Ich liebe solche Details. Stofftaschentuch. Okay.
Der ist eh tot, ne? Ja. Ich glaube, da müssen wir jetzt durch. Okay, er hat uns nichts getan. Pyramid Head. Ja, da war es ein Schwert nicht gehabt, muss man fairerweise sagen. Da war der auch wegen vorsichtig dann. Gott. Was? Außerweltlich? Betritt zum ersten Mal irgendwas. Okay, da geht auf jeden Fall die Karte mal nicht mehr. Sind wir da jetzt in dem... Ich will gar nicht wissen, wo wir sind. Aber ich habe das Gefühl, dass wir jetzt in seinem Reich sind. Das schaut schon noch an... Ja... Oder sollen wir so die Spuren deuten auf ein etwas größeres Messer hin? So. Oh Gott. Ist das jetzt? Warte mal. Ist es dieselbe Wohnung jetzt, nur spiegelverkehrt? Wir haben uns vorher da versteckt, ne? Da haben wir das Tuch genommen. Ich glaube, oh oh. Okay. Okay. Können wir irgendwas noch öffnen oder mitnehmen? Ah, Pistolen. Cool. Zwei Stück. Immerhin gibt es einen Feueralarm. Ist ja schon mal was. Oh, und ich höre einen Gegner. Ah, Karte. Oh, immerhin. Blue Creek Apartment. Oh. So, das sind die anderen Apartments. Gut. Oder auch nicht gut. Schaut aber genauso aus. Naja, vielleicht nicht ganz genauso, aber zumindest so ähnlich wie das andere Apartment, wo wir waren. Hi. Alter. Gut, dass wir den Fernkampf erledigt haben. Gott, das ist eklig. Gut. Alter. Wie? Oh, Kranz, das was da ist. Utility Room. Zugesperrt, super. Und irgendwo ist ein Gegner.
Brücke. Was ist denn? Oh, oh. Ja, irgendwo muss er doch Gegner sein. Aber ich sehe ja keinen. Hi. Bist du mal herkommen? Oder bist du ein wenig schüchtern? Ja gut, wenn er herkommt, dann wird man es der Radio schon sagen. Ah, Pistolenkugeln. 4 Stück gleich wieder. Oh, das ist so nah. Das ist ein Supplement. Wo sind wir denn? 206, okay. Gibt es sonst noch irgendwas? So aus. Wo ist denn der... Warte mal, was so aussieht, wer denn einmal aus der sicheren... Entfernung mal schießen. Solange das möglich ist. Hä. Überraschung. Autsch. Ich kann ausweichen, Bitch. Okay, der ist davon gelaufen, hat sie getarnt. So. Das haben wieder Pistolenkugeln drin. 2 Stück. Da ist nichts drin. Na? Machst du das auch auf? Dankeschön. Das ist nur Geschirrspüler und sonst ist da nichts mehr. Okay. Gut. Weiter geht's. Jetzt mal auf die Karte schauen, wo wir jetzt sind. Hier sind wir jetzt. Ich würde gerade sagen, ich würde mal links lang schauen, aber da ist sowas von einer Sackgasse. Schauen wir da mal weiter.